Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit Transformers TFC Uranus Team Member Phantom. Phantom ist hier quasi das 1:1 Remake von Firefly, dem Superior Team Member. Und ja, ich muss sagen, die Figur gefällt mir verdammt gut. Sie ist hier einmal der Oberarm von, oder wie gesagt, der allgemeine Arm von Superior, aka Uranus. Und wird hier natürlich dementsprechend auch mit dieser richtig schicken, vollbeweglichen Hand geliefert. Ja, dazu aber später mehr. So, bevor ich wie immer auf die Figur eingehe, möchte ich euch einmal die Verpackung zeigen. Verpackung sehen wir hier einmal ganz grob. Einmal Phantom aka Firefly im Robotermodus, im Flugzeugmodus und im Armmodus. Ich wurde hier natürlich auch öfters mal darauf angesprochen, ich soll nicht allzu sehr auf die Details eingehen. Na gut, mache ich das auch nicht. Wir sehen einmal hier kurz das Artwork. Vorne nochmal innen drinne habe ich diesmal mal die Anleitung drin gelassen. Im Hintergrund das X-Ray Artwork. Hier auch nochmal X-Ray Blick auf die Figur. Ja, und nochmal der Flieger und oben nichts groß. Ja, die Verpackung mache ich jetzt mal weg. Wir kommen jetzt einfach mal zum Flieger an sich. Die Flieger sind natürlich wie immer einfach nur Bombe. Von der Größe her auf jeden Fall Voyager-Size. Und ja, ziemlich viele kleine Details. Auch hier habe ich natürlich die Repro-Labels aufgebracht, um hier mehr Tiefe der Figur zu geben. Und ja, es macht einfach was her. Einmal haben wir hier richtig schön stehen AF 1209 Firefly. Das ist quasi ein Repro-Label. Und hat hier natürlich ja ein bisschen mehr Tiefe gegeben. Das Firefly ist quasi der Rebo-Label, das andere war schon quasi vorher bei dieser Figur mit drauf. Ja, ansonsten haben wir hier noch die Autobot-Symbole richtig schön drauf. Hier Firefly, richtig schön quasi als Kennung. Das Autobot-Logo auf jedem Flügel. Hier unten nochmal richtig schön Beware of Blast. Warnsymbole, hier vorne nochmal Jet Intake, vorne ein Symbol, auch hier unten richtig viele Details drauf, aber dazu später jetzt mehr. Ja, um jetzt einfach mal darauf zu kommen, wie alle Teammember hat auch Firefly die Möglichkeit, das Cockpit zu öffnen, um hier Sitze quasi zu zeigen. Ein sehr schönes kleines Gimmick, wie ich finde, auch wenn es nichts bringt, weil es dazu keine Figuren von der Größe gibt. Ja, die Figur an sich hat ganz normales Landegear, was sie einklappen kann. Die anderen sind hier an den Flügeln. Die kann auch einklappen. So. Dann hat er hier noch diese Raketen, die man abnehmen kann. Oder in dem Fall Tanks. Die Flügel sind anwinkelbar. Oder auch, wenn man möchte, gerade kann man sie stellen, wie auch immer. Ich mag es, wenn sie angewinkelt sind. Das sieht doch wie im Original deutlich eher aus. Ja, und die Verwandlung ist auch relativ simpel. Kleiner Hinweis, wie bei allen anderen dieser Aerial-Bots von TFC Toys, nehmt am besten vorher die Flügel ab, bevor ihr es verwandelt. Ihr macht euch damit einiges deutlich leichter. Um die Flügel abzunehmen, müsst ihr hier aber bitte ein bisschen vorsichtig sein, denn die sind nicht nur hier mit einem Stift versehen, sondern auch hier vorne in den Armen quasi festgemacht. Das heißt, wenn ihr hier vorsichtig nach unten schiebt, ja, ich mache am besten erstmal die Waffen ab, es geht dann deutlich leichter. So, ihr seht, ein ziemlich langer Pin, der in dem Arm direkt drin steckt. Macht den Flügel ab. Es ist deutlich leichter. Vor allem ganz viele Reviewer habe ich gesehen, die auch im Armmodus die Flügel einfach komplett entfernen. Es ist einfach dann viel, viel leichter. So, zum anderen, nehmt ihr die Arme seitlich erstmal weg. Ja, die Arme sehen jetzt schon so fast so aus wie das Original damals, G1-Style. Nur hier ist natürlich deutlich mehr Bewegung drin. Wir klappen einmal hier einfach die Seite nach oben und klappen den Arm so raus. Jetzt gleich hier noch einmal nach oben klappen und Arm heraus. So, anschließend ziehen wir hier diesen Thruster nach oben. Vorsicht dann, wir sehen hier einmal so ein Dreieck, da ist er quasi drin befestigt. Vorsicht nach oben schieben und nicht kaputt brechen. Und hier war ich erstmal am Anfang sehr, sehr erstaunt. Ein absolut filigranes kleines Gelenk. Passt da auf, nicht zu rabiat dran gehen, sonst hattet ihr immer ein Gelenk. Ja, dann einmal das Vorteil natürlich auch so nach oben schieben. Und jetzt diese komplette Zwischenmodul vom
von der Rückseite nach vorne klappen, anwinkeln und jetzt einmal so das Rückenteil quasi mit dem Vorderteil verbinden. Wir haben hier, wie ihr seht, hier zwei kleine Pins auf jeder Seite. Die werden jetzt einfach hier vorne reingesteckt. So, und schon hält es bombenfest. So, ansonsten einmal die Beine vorsichtig herausziehen. So, voneinander natürlich trennen. Die Knie nach oben winkeln, ebenso. Die Beine nach unten winkeln. Die sind hier auf einem Balljoint, wie ihr hier seht. So, das gleiche hier ebenso. Und jetzt einmal komplett nach unten ziehen. So, das gleiche hier. Dass quasi die Figur richtig steht. Jetzt könnt ihr sie natürlich noch positionieren, wenn ihr wollt. So. An sich ist die Figur jetzt schon fast verwandelt. Jetzt drehen wir einmal hier oben die Schultern nach außen. Drehen diese Klappen nach oben. Das gleiche hier. Nach oben winkeln. Und jetzt einmal hier herumdrehen und schon um den Kopf. Ja, und schon ist die Figur quasi fertig, verwandelt. Das war's schon. Ziemlich simpel. Jetzt könnt ihr natürlich noch hier die Flügel einmal zusammenklappen. So. Und an die Seite anbringen. Es ist euch überlassen, wie ihr es jetzt persönlich macht. Also zum Beispiel würde ich jetzt sagen, wie es original ist, am besten verwandeln. Das heißt, ihr bringt die im Originalzustand natürlich wieder an. Das heißt, gespiegelt wäre das die Seite. So, dreht die Flügel nach innen und winkelt es einfach so herum. So, das gleiche könnt ihr hier ebenfalls machen. Rumwinkeln, anstecken, rumklappen, fertig. Ziemlich simpel, ziemlich schnell, fertig. Ja, die Figur an sich ist ziemlich cool gemacht. Gefällt mir sehr gut. Ist nur für meine Verhältnisse ein bisschen heavy, lastig nach hinten. Ihr seht selbst, es ist ein riesen Backpack. Ist aber bei den Aerobots nichts Neues, das kennen wir von früher. Die Waffen sind zwei kleine Gasoline, ja, Raketen, eigentlich Kanister. Die könnt ihr entweder ihm in die Hand geben, entweder einzeln natürlich, oder, wie ich es auch schon oft gesehen habe, einfach wie so eine Art Melee-Waffe ihm so in die Hand geben. Das könnt ihr natürlich auch machen, oder einen Schocker, oder wie auch immer. Oder ihr könnt natürlich auch die Waffen hier vorne auf dem Arm befestigen. Das könnt ihr auch tun. Wie ihr wollt. Es ist euch echt selbst überlassen und es sind, wie gesagt, eine ganze Menge Details bei dieser Figur. Und um jetzt einfach mal auf die Details so ein bisschen anzusprechen, auch wenn es einigen scheinbar nicht gefällt bei meinen Reviews, dass ich zu sehr in die Details gehe. Ja, zeige ich das mal. So, also wie gesagt, erstmal die Repro-Labels. Wir haben ja hier, normalerweise sind die gelb die Stellen, hier einfach jetzt noch, wie beim Original, hier die blau-gelben Verzierungen drauf, das Autobot-Symbol und hier unten dieses, ja, diese Verzierung. Hier unten ist leider schon ein bisschen angekratzt, sehe ich gerade. Ja, hier an der Seite noch die Repro-Labels und ja, hier unten an den Beinen dann halt noch so ein bisschen. Die Flügel sind auch komplett Repro-Label, das heißt, das Blau-Gelbe hier ist nicht vorhanden im Original. Hier musste man nachbessern, ansonsten sind die Flügel weiß. Ja, die Figur hat einen ziemlich gut gestalteten Kopf, gefällt mir sehr. Einfach mal ein bisschen näher darauf einzugehen. Die Details sind ziemlich gut gemacht. Und auch das Visier an sich ist sehr schön. Auch natürlich die Lightpad-Funktion ist echt gut. Und die Figur ist hier natürlich auf einem Balljoint, wie ihr seht. Das heißt vollgelenkig. Ja, und an sich ist die Figur von Details wirklich absolut übersät. Die Arme, was mir nicht gefällt, sind hier diese kleinen Schrauben.
Aber ich habe schon gesehen, es gibt normalerweise in diesen Packungen so kleine Bits, die man drauf machen kann. Die sind bei mir nicht vorhanden. Die sind scheinbar irgendwie abhanden gekommen beim Versand. Da werde ich immer welche nachbestellen. Das ist das Gute bei TFC Toys. Man kann wirklich die Ersatzteile bestellen, wenn irgendwas mal kaputt gehen sollte. Und das macht man am besten dann über BigBadToyStore.com oder über TFBoard, dann halt. Es gibt tausend Möglichkeiten. Ja, die Arme auch innen drinnen sind sehr schön detailliert. Ihr seht die ganzen Kabel. Auch richtig geil gemacht, gefällt mir. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, wieso hier dieser Pin drin ist. Ich habe noch nicht so richtig gecheckt, wofür. Aber ich denke mal, da werde ich später bestimmt eine Erklärung für finden. Ja, die Arme lassen sich leider wie bei den anderen Membern teilweise nicht drehen. Die sind fest. Man kann sie nur nach innen winkeln. Ja, die Schultern lassen sich um 360 Grad drehen. Ein Gelenk nach außen, um den Arm so ein bisschen hochwinkeln kann. Ansonsten müsste man ihn so winkeln, wenn man die Waffe ausrichten will. Und ja, die Ellenbogen lassen sich um 90 Grad knicken. Und ansonsten natürlich noch hier mit dem Gelenk drehen. Mit den Beinen sieht es ähnlich aus. Wir haben einmal ein ganz normales Kniegelenk, wo man das Bein um fast 90 Grad drehen kann. Ihr seht es leicht, zeigt es nur nach vorne. Ganz normales Hüftgelenk und kommt noch zur Seitewinkeln. Ja, und natürlich dann hier unten noch die Gelenke in den Füßen. Wie ihr es natürlich dann anwinkelt, ist eure Sache. Ihr könnt es auch drehen, wie wenden, wie auch immer. Die Figur ist sehr schön gemacht. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich sie auch habe, genauso wie die anderen Team-Member. Und ja, wie gesagt, sie macht echt was her. Und ich kann sie jedem empfehlen. Im Durchschnitt, wenn man sie jetzt bestellt, inklusive Porto, Zoll mit allem drum und dran, zahlt man knapp 90 bis 100 € für die Figur. Es ist ein stolzer Preis, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und ansonsten haben wir natürlich dann hier noch die Hand. Hat hier vorne einen Connector, da kann man Waffen oder andere Bits drauf befestigen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, den Daumen nach oben zu winkeln, anzuwinkeln den Daumen. Dann, ja, hat er hier noch Konnektoren, um verschiedene Waffen zu befestigen. Hier eine Seite kann man theoretisch auch noch Waffen befestigen. Dann hat er natürlich hier noch jeden einzelnen Finger zwei Gelenke. Einmal hier dieser mittlere dieses mittlere Gelenk oder einmal halt noch dieses längliche Gelenk unten an der Hand. Das heißt, ihr könnt wirklich hier entweder Zeigebewegungen machen, wie meine Frau jetzt euch nochmal richtig schön gezeigt hat, ne, so dieses ja, sogenannte Rock, Heavy Metal, wie auch immer Symbol. Oder auch ja, FSK 18 Symbol, die ich jetzt hier nicht zeigen werde. Eine Faust könnt ihr natürlich noch bilden. Ja, ganz cool. Diesen Connector hier, wo die Hand drinne steckt, den könnt ihr auch in dem Fuß hier unten zwischen platzieren. Müsst ihr also nicht unbedingt immer wieder abnehmen, das ist euch überlassen, denn ich muss zugeben, sie lassen sich sehr schwer befestigen. Um jetzt aber gleich den flüssigen Übergang zum Armmodus zu schaffen, der ist relativ simpel. Wir nehmen wieder die Arme und die Flügel ab. Und ja, anschließend ganz einfach werden die Schultern nach oben gedreht, die Arme wieder nach innen. Und ja, anschließend drehen wir das Ganze so herunter, drehen die Beine so nach innen. So. Drehen hier unten die Knie wieder nach unten. Drehen die, nee, Quatsch, die Arme müssen erstmal draußen bleiben. So, drehen aber jetzt hier die Beine einmal komplett herum, damit dieses Gelenk quasi so entsteht. Die Arme, wenn die Hände innen drin sind, falten wir so wieder nach innen. Oben das klappen wir zu. So, und jetzt kommt dieser kleine Connector, von dem ich erzählt habe. Der wird quasi hier drinne befestigt. Ja, und theoretisch ist so jetzt der Armmodus fertig, wie ihr seht. Wir können, oder wie gesagt, wir müssen hier vorne noch den Brustkorb aufklappen. Kopf können wir noch mal ein bisschen hochwinkeln. Mir ist jetzt extrem schwer, den Connector rumzudrehen. So. Aber das wäre es dann eigentlich auch schon.
Ja, und viele lassen jetzt den Arm so, weil er wirklich dann wie ein Arm aussieht, aber gefällt mir nicht so ganz. Deswegen, er hat noch hier die Flügel. Die Flügel könnt ihr entweder hier an der Seite befestigen. Entweder so. Was ich jetzt gar nicht so schlecht finde. Oder ihr könnt die Flügel einfach hier unten an den Armen befestigen. Das heißt, da wo sie eigentlich auch hingehören. Und sie anwinkeln. So mache ich es eigentlich, denn ich finde, so ist es auch originalgetreu. Denn auch früher bei den kleineren Figuren konnte man die Flügel jetzt nicht unbedingt so abnehmen. So, das heißt, so ist der Armmodus quasi schon fertig. Die Waffen könnt ihr effektiv hier oben an den Armen noch befestigen. Das ist euch überlassen, wie ihr es jeweils wollt. So. Ja, das war mein Review für Firefly. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Review. Und ja, dann sehen wir weiter. Die Figur hat in meinen Augen 10 von 10 Punkten im Flugzeug, im Roboter und im Armmodus verdient. Das heißt, ja, volle 10 von 10 Punkten overall. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ich hoffe, ihr abonniert mich oder empfehlt mich weiter. Und ja, bis demnächst. Ciao.